Ja, zuckerfrei. Viele von euch haben mich schon nach einem Rezept für Low Carb Carducini gefragt und diesem Wunsch möchte ich heute gerne nachkommen und deswegen zeige ich euch heute, wie ihr das leckere Gebäck ganz einfach und natürlich ohne Mehl und ohne Zucker selber machen könnt. Viel Spaß beim Video! Für die Carducini geben wir als erstes gemahlene Mandeln, zu Puder gemahlenes Erythrit, Xanthan und Zimt in eine Schüssel und verrühren die trockenen Zutaten miteinander. Als nächstes kommen noch Eier hinzu und dann wird natürlich alles noch einmal miteinander verrührt. Zum Schluss werden noch ganze Mandeln zu dem Teig gegeben und schließlich alles, am besten mit der Hand, zu einem Teig geknetet. Den Teig teilt ihr jetzt am besten in zwei Stücke und formt jeweils eine Rolle daraus, die ihr anschließend ein wenig flach drückt. Da der Teig sehr klebrig ist, solltet ihr für diesen Schritt eure Hände am besten ein wenig anfeuchten, da sich die Rollen so einfach besser formen lassen. Wenn ihr die Rollen dann fertig geformt habt, werden diese im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 15 Minuten gebacken. Nach den 15 Minuten nehmt ihr die Carducini aus dem Ofen, lasst sie für ca. 5 Minuten abkühlen und schneidet die Teigrollen anschließend in ca. 1 cm dicke Scheiben. Diese werden dann noch einmal mit der Schnittfläche nach oben für ca. weitere 15 Minuten gebacken, anschließend noch einmal gewendet und erneut für ca. 10 Minuten gebacken, bis sie von beiden Seiten richtig schön braun geworden sind. Und damit sind diese leckeren Low Carb Carducini hier auch schon fertig gebacken. Wenn ihr noch weitere Rezeptwünsche habt, wie es bei diesem hier eben auch war, dann schreibt sie mir auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare und ich schaue, dass ich schon bald ein Rezeptvideo dazu veröffentlichen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst wie immer nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen und abonniert auch gerne meinen Kanal, damit ihr auch in Zukunft kein neues Rezept mehr von mir verpasst. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinschaut. Bis dahin, macht's gut! Mega lecker. Lust, das Rezept nachzumachen? Dann könnt ihr es hier auf meinem Blog noch einmal ganz in Ruhe nachlesen. Hier könnt ihr meinen Kanal auf YouTube abonnieren und hier könnt ihr gleich noch ein weiteres Video von mir anschauen. Und Staupitopia Zuckerfrei gibt es übrigens auch bei Facebook, Pinterest und Instagram. Schaut dort also auf jeden Fall mal vorbei.